Oder die Trailer haben nicht gelogen, was die Grafik angeht. Viele haben ja gesagt, ja, das sieht doch nie im Leben so aus. Es sieht wirklich so aus. Also es ist Porno. Er kann ruhig sterben, hab nichts dagegen. Säckchen wieder. Puh. Ja, geh bloß weg. Sehr schön. Wo ist es denn hin? Oh, oh, oh. Oh, es gibt eine Trophäe ohne Durchspielen. Unmöglich. Naja, das möchte ich mal dahingestellt lassen. Gibt's echt eine Trophäe für nicht sterben? Weil so ein Speedrun hier kann man bestimmt gut machen. Wir haben ja noch ein paar Waffen, die habe ich hier noch gar nicht ausprobiert. Ein Geräuschmacher zum Beispiel, den könnten wir eigentlich gleich mal benutzen. Wo waren wir denn? Wo wollten wir denn hin? Da hinten wollten wir hin, ne? Oh oh, oh oh, oh oh, oh. Eieieiei. Ja, Molly, 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 ja. War jetzt da hinten noch was? Ah ja, da waren Gegenstände, ne? Kannst das Alien beobachten, bis es den Boden berührt. Na, ich will jetzt erstmal. Wow. Oh, geh weg, 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 geh doch weg, geh doch weg, geh doch weg. Boah, ich will nur speichern. Mehr will ich gar nicht. Kann ich irgendwo speichern? Okay, sagen zumindest die anderen Zockern, okay, dass es so eine Trophäe gibt. Ja, definitiv eine geile. Uah, eine geile Szene. Sollen wir ihm nicht lieber hinterherrennen? Wäre das nicht klüger? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich den Geräuschmacher da hinten hinschmeiße und ihm ablenke. Und jetzt mal ein wenig durchrenne. Lenken wir das Alien mal mit da hinten ab, dass wir hier so ein wenig laufen können. Aber wir müssen ja anscheinend hier irgendwo lang. Puh. Oh, wo müssen wir denn hin? Wo muss ich denn hin? Hallo? Speichern wäre mal toll. Ist hier irgendwo ein Speicherpunkt? Hallo, speichern? Ist es Molly? Ich würde gerne speichern. Hallo? Wo kann ich denn hier speichern? Kehren Sie zu Dr. Oh, super. Ich würde gerne speichern. Konzentration, Konzentration. Das brauche ich. Das brauche ich und das brauche ich. Bisschen Outlast, nur mit Alien. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Kann ich hier nicht irgendwo speichern? Das ist so scheiße. Ich gehe erstmal hier rein. Wo komme ich denn hier raus? Will ich hier raus? Ich weiß es gar nicht. Boah, das ist gar nicht einfach. Weil ich sehe und höre das Alien gerade nicht. Oh oh. Oh oh. Oh 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 oh. Oh oh. Oh oh.
Dreh den Spieß um und verfolge das Alien, genau. Boah, diese Dramatik. Das ist bei Outlast auch schon so gewesen. Dieses Gefühl zu haben, da könnte gleich jeden Moment irgendeiner hinter dir stehen, dich verfolgen. Weil du kannst ja nichts tun, das ist ja das Problem. Ich habe zwar einen Revolver, aber das bringt mir ja nichts. Das ist ja... Ne? Ist der Release nicht erst am 7.? Ja, am 7. Ja, ich habe es aber schon seit Freitag. Oh. Hallo? Ne, im PSN-Store wird es, glaube ich, erst am 7.10. freigeschaltet, glaube ich. Aber meine Spieleschmiede, ich habe ja gesagt, nie wieder Amazon, nie wieder GameStop. Deswegen habe ich einen anderen Spielelieferanten. Ich traue mich nicht raus. Weil ich muss speichern, weil wenn die jetzt drauf gehen, fangen wir wieder von vorne. Ach komm, egal. Arschlecken. Da ist da, speichern. Oh, speichern. Speichern, 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 speichern. Oh, yes. Hi Shelly, ich grüße dich. Willkommen zu Let's Play Live Show, zu diesem schönen Sonntagstream heute. Puh. Da würde ich nicht reingehen, diese Schächte gehören ihm. Ja. Wo muss ich hin? Ich habe keinen blassen Schimmer, wo wir hin müssen. Wir müssen auf jeden Fall zu dem Doktor zurück, aber wo war der denn nochmal? Ah, hier, ne? Ich meine ja. Verdammt, Coolman! Sie wussten, dass dieses Ding hier ist! Das ist unfair! Ich war mir nicht sicher, ob es dort ist. Und jetzt den Zugangscode! 1702, zufrieden? Jetzt lassen Sie uns zur Arzneiausgabe gehen! Natürlich, natürlich. Versprochen ist versprochen. Bitte entschuldigen Sie mein Verhalten. Ich gehe in den anderen Raum und gebe den Code ein, um den Lift zu aktivieren. Dann können wir die Schlüsselkarte nutzen, um nach unten zu fahren. Was für ein Lieferant? Post. Deutsche Post. Na, ich verstehe das aber nicht. Was war denn jetzt unser... Jetzt habe ich gar nicht aufgepasst, was für ein Ziel wir hatten. Haben wir denn jetzt wieder ein paar Gegenstände, die wir herstellen können? Oh ja, ein Medikit. Das ist gut. Das ist gut. So, ich würde gerne den Geräuschmacher herstellen. Da fehlen uns aber noch was. Eine Blendgranate können wir herstellen. Die habe ich selber noch gar nicht benutzt. Können wir aber gegen das Alien mal ausprobieren. So. Einen von 6 Batterien haben wir noch. Jo, wir neuen Stream. Skywalker LPE TV, ich grüße dich. Willkommen zur Let's Play Live Show an diesem schönen Sonntag Sonderstream. Sonst immer Let's Play Live Show jeden Freitag und jeden Samstag. Ab 20 Uhr. Dann können wir los. Ja, dann hol mal deine Sachen. Oh nein, das geht nicht gut. Oder? Das war sowas von klar, diese Szene. Nehmen Sie den Aufzug zur unteren Krankenstation. Okay. Oh, wir kriegen Gesellschaft. Oh. Schlüsselkarte benutzen. Los. Mach die scheiß Tür auf. Hi, Bratwurst, Bona, ich grüße dich. Willkommen zur Let's Play Live Show. Und auch alle. Spielegrotte. So. Spielegrotte. Habe ich's her. Wie gesagt, ich kaufe nicht mehr bei Amazon und GameStop und so, sondern ich kaufe. Ach, das ist eine Dusche. Ich kaufe nur noch bei. Spielegrotte. Oh Gott, wo müssen wir denn hin? Wo müssen wir denn hin?
Oh, ist es hinter uns? Ist es hinter uns? Ich glaube ja. Wir müssen den Fahrstuhl finden. Ich weiß aber nicht, wo der Fahrstuhl ist. Das ist das Problem. Oh oh. Oh, oh, fuck, 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 fuck. Nein. Freitag, Donnerstag wurde es versandt und ich hätte es ja schon Freitag gehabt, aber dadurch, dass der Feiertag war, habe ich es dann natürlich Samstag erst bekommen. Natürlich gibt's die noch. Selbstverständlich sind die besten überhaupt. Hallo Rocco. Ich grüße dich. Willkommen zur Let's Play Live Show. So, achso, kehren Sie zu Kuhlmann zurück. Jetzt müssen wir natürlich erstmal zu dem Doktor wieder zurück. Wo war denn hier nochmal der Weg zum Doktor? Puh. Ich glaube, hier lang war das, ne? Oder? Hallo? I'm here? And I have... Ah ja, hier. Wunderbar. Kann man hier gleich speichern irgendwo? Nee, ne? Nee. Verdammt, Coleman! Sie wussten, dass dieses Ding hier ist! Das ist unfair! Ich war mir nicht sicher, ob es dort ist. Und jetzt den Zugangscode! 1702. Zufrieden? Jetzt lassen Sie uns zur Arzneiausgabe gehen. Natürlich, natürlich. Versprochen ist versprochen. Bitte entschuldigen Sie mein Verhalten. Ich gehe in den anderen Raum und gebe den Code ein, um den Lift zu aktivieren. Dann können wir die Schlüsselkarte nutzen, um nach unten zu fahren. Drive Club ist auch mit draußen. Ja, wieso? Drive Club kommt doch auch erst Mitte nächste Woche, ne? Ja, yeah, du rettest unseren Nachmittag. Ja, auf jeden Fall. Ich frage mich, wie ich hier zu dem... Hallo Anakin erstmal und hallo Silence. Ich grüße euch beiden. Ich frage mich, wie ich hier gerade zu diesem Tonband komme, weil hier kommt ja gleich das Alien, glaube ich, raus, ne? Ja, kannte sie von früher. Ich dachte, die gibt's nicht mehr. Doch, die gibt's noch auf jeden Fall. Die sind so geil. Die sind die besten überhaupt. Deswegen, ich bestelle nur noch da meine Spiele. Irgendwie kommt man da auch rein, weil da auch eine Kiste ist, sehe ich gerade. So. Da unten. Ich sammle meine Sachen und dann können wir los. Darf ich den Tipp geben? Da würde ich nicht reingehen. Geh lieber links. Okay, falls ihr das nochmal sehen möchtet. Zack, weg ist er. So, das heißt, wir müssen zum Fahrstuhl. Das ist nicht gut. Ich weiß. Oh, da ist doch der Fahrstuhl, oder? Oh, was, was, was? Oh. Das war ja einfach. Das war ja einfacher. So, ja, Let's Play Live Show, wie gesagt, normalerweise immer freitags und samstags ab 20 Uhr. Aber heute den schönen Sonntag ausklingen lassen. Ach, der will nur spielen. Ja, genau, Matze, der will definitiv nur spielen. Aber das Problem ist ja nicht nur das Alien, was ja auf der Raumstation Sevastopol unterwegs ist, sondern wir haben hier noch ganz schön mit anderen Leuten und Dingen zu kämpfen. Ja. Ach, die Bude dunkel, du bist viel zu entspannt. Werbung. Nee, der Nightbot funktioniert irgendwie nicht. Wenn, dann müsst ihr meinen YouTube-Channel einfach so reinschreiben, also Reflex GER, weil der Nightbot funktioniert leider nicht. Hinterher sagen, ist ja einfach, ist ja so typisch. Finden Sie ein Medikit? Ich hab doch ein Medikit. Gut, ich muss dazu sagen, ich habe auch, wie gesagt, die Kommentare an. Gestern hatte ich auf Vollbildschirm, da war ich ein bisschen intensiver im Spiel, aber es ist schon ganz schön anders. Achso, ich muss drücken, okay. Können wir denn... Hä? Ach, da war die Tür, glaube ich. Nein, komme ich jetzt wieder... Ach, jetzt komme ich wieder zu dem Doktor, ne? Hm. Also kann man da auch wieder zurück, wenn wir da jetzt wieder zu dem Doktor zurückkommen, kann man sich also da noch umschauen weiter, aber ob man das wirklich riskiert, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Das wäre natürlich cool, dass man die Raumstation so ein bisschen untersuchen kann und sich nochmal umschauen darf, in dem Ganzen.
Weil das ist riesig. Es ist diese Atmosphäre, die das Spiel auch aufbringt, wo man da wirklich das Gefühl hat, man ist in dieser Raumstation. Gestern Alien Bug einfach geil, ja. Das war es auf jeden Fall. Der steht vorm Spind und lässt uns nicht raus. Jetzt ruhig mal einen Ton sagen können, mein Lieber. Facebook? Stets? Ganz groß? Hallo? Hallo? Was? Ah, okay. Ja, wir sind auf jeden Fall wieder oben. Wir müssen aber runter. Das heißt, könnte man jetzt theoretischerweise, könnte man hier jetzt nochmal alles untersuchen. So wie ich schon sagte, da sind ja noch einige Kisten und so für die Ressourcen und sowas alles. Tut mir leid, dass ich vorher nicht es angekündigt hatte. Es war eine spontane Aktion, ja? Spontan den Stream anschmeißen. Aber nun gut. So. Da gucke ich mal eine Stunde nicht rein. Ja. Auf jeden Fall heißt es jetzt erstmal, legt Destiny beiseite, legt, falls ihr Drive Club schon habt, Drive Club beiseite und schaut euch den Stream an. Es wird auf jeden Fall lustig. Ja, wie gesagt, besucht mich auf YouTube, ReflexGER ist mein YouTube-Channel. Und jetzt geht's weiter. Ich wollte gerade sagen, Dunkelbug. Ja, gestern ist übrigens auch schon wieder meine Lampe ausgefallen oder ausgegangen, ganz komisch. Ich verstehe gar nicht, dass hier permanent von alleine Licht ausgeht, ey. Mitten im Stream. Das gibt's gar nicht. Saß ich schon wieder im Dunkeln hier. So. Also, weiter geht's. Finden Sie ein Medikit. Wir haben ja ein Medikit. So. Leider nein. Ich habe auch keinen The Crew Beta Key bekommen. Ich hätte es mir gerne gewünscht. Oh ja, speichern. Auf jeden Fall schön, dich zu sehen. Ja, schön auch euch zu sehen. Und auch die anderen, die alle da sind. So. Dementsprechend. Was? Wo? Was? Wer? Wie? Wer ist da vor? Es geht weg. Es geht, glaube ich, weg, so wie ich das gesehen habe. Oh, hier ist eine Kiste. Hier ist eine Kiste. Ist auch cool, macht mit diesen Flackereffekten im Menü. Hallo? Was ist das denn? Oh, das kann man... Oh, Elektroschocker. Oh. Was? Huch. Okay. Was haben wir denn hier? Okay. Wenn wir mal gleich den Elektroschocker ausprobieren, mal auswählen. Wo haben wir denn da? Ist er? Achso, da haben wir nur einen. Okay. Also können wir den... Was? Wieso ist der Punkt jetzt weg? Okay, ich werde mal eben hier das Terminal benutzen. Das Terminal benutzen. Sevastolink. Jawohl. So, privat, wichtig, Marshall-Untersuchung. Ich muss mit dir reden. Ich habe hier eine Leiche, die zum Marshall-Fall gehört. Weiblich, Ende 30, Brustwunde. Ich habe keine Ahnung, wie lange Marshall Waits sie da oben behalten will, aber es ist eine ziemlich heikle Situation. Ich werde ihre Diskretion benötigen und ich werde auch ihr Vertrauen in diese Angelegenheit brauchen. Kommen Sie in mein Büro, Lingard, medizinische Offizierin. Was haben wir da noch? Frank, Ihre Bedenken bezüglich der Schließung von San Cristobal wurde notiert. Ich versichere Ihnen jedoch, dass die Evakuierung 100% nötig und nur vorübergehend ist. Meine Priorität ist das Wohlergehen der Lebenden. Sie schienen sich mehr um die Toten zu kümmern. Wenn Sie sich um Energieschwankungen, die Temperatur in der Leichenhalle und den Zustand der Leichen sorgen, passen Sie das Kühlsystem an. Verschwinden Sie einfach so schnell wie möglich, Lingard. So, freigeben ist nichts, Audio ist auch nichts und Zyber ist Kühlsystem aktivieren. Ich glaube, wir haben irgendwas aktiviert. Ich
bin mir aber nicht sicher, was. Ah, hier können wir was machen. Na toll. Wir müssen wahrscheinlich so ein Kühlsystem finden oder ein Akku. Ja, definitiv. Na, das kann ja heiter werden. Hehehe. Hallo? Hallo? Alien, bist du's? Ich bin's, dein Vater. Okay. Was haben wir hier? Ah, hier. Ich glaube, es ist ein wenig kalt hier drin. Sie fängt, glaube ich, an zu frieren, wenn ich das richtig höre. Was? 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 Ja, sie fängt an zu frieren. Sollen auf jeden Fall hier raus. Hallo? Da hinten ist eine Kiste. Was? 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 Alter! Und ich werde speichern, glaube ich. Ich weiß, ihr werdet mich jetzt verfluchen, aber ich werde jetzt speichern. Sieht aus wie die Kantine, ja, ich glaube auch. Alien? Bist du's? Puh. Also was ist cool, dass man beim Speichern auch aufpassen muss. Sowas sollte häufiger in Spielen geben. Ich habe gerade so ein bisschen das Gefühl gehabt, ich hätte die Oma von P.T. gehört. Dieses die Oma, die Asthma hat. Ach, was mache ich denn da? Was mache ich denn da? Ich muss doch das Ding da einsetzen. Wo war das denn hier? So. Okay. Jetzt müssen wir es wahrscheinlich aktivieren irgendwie. Vermute ich mal. Also gehe ich mal von aus. Probieren wir das mal aus. Kühlmittel aktivieren und optimale Betriebstemperatur wiederherstellen. Okay, geht anscheinend nicht. Underworld! Stirb, Kartoffel! Ja, was haben wir jetzt? Achso, jetzt kommen wir wahrscheinlich da hinten in die Tür rein. Ah je. Ah je. Ah je. Wieso geht der Punkt immer weg? Das gefällt mir nicht. Bin ich ganz ehrlich. Die Kiste ist schon... Ach nee, da waren wir ja schon gewesen. Stimmt. Wir haben ja Inventar voll. Mal eben kurz schnell was schauen, ob wir was herstellen können. Ja, ein Geräuschmacher. Super, den können wir gut gebrauchen. Für das Alien zum Ablenken. Sehr nice. Können wir sonst was herstellen? Eine Rauchgranate. Dann machen wir nochmal eine Rauchgranate. Was, 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 was? Alter, 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 geh weg. Alter, Alter, wo soll ich mich denn verstecken? Du Kack-Drecks-Alien, geh weg. Willst du mich verarschen? Alter! Was, 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 was? Was soll denn das? Ach du Scheiße! Wie gut, dass ich doch gespeichert habe. Okay. Ah. Konntest du dich vom Ring losreißen oder wieder Multitasking? Achso, bestimmt Jelly. Sobald das etwas sich nicht mehr bewegt, geht der Punkt weg. Okay. So, jetzt können wir nochmal eben den Geräuschmacher herstellen. Das haben wir ja gerade jetzt durch den Tod. Und eine Rauchgranate wollte ich herstellen. So. Ich finde cool, dass sie so ein bisschen... ...bisschen wackelt. Hallo?
Achso, wir müssen jetzt erstmal wieder da die Tür öffnen. Aber ich frage mich, was wir da drin sollen. Da ist doch nichts drin. Ich esse gerade, da geht's weiter mit meinem Schatz. Okay, null. Das haben wir doch aufgesammelt, ne? Genau. So, müssen wir jetzt das nochmal aktivieren oder reicht das schon? Oder ist die Tür schon offen? Ich glaube, die Tür ist schon offen, ne? Ja. Was müssen wir denn da drin machen? Okay. Puh. Wir können uns auf jeden Fall im Flur verstecken. Eie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